Guten Morgen aus der Lindenstadt. Die Linden? Welches ist denn das? Ich kenne doch die Stadt der tausend Linden. Ja, Olpe. Aber ich bin hier nicht in Olpe. Ich bin heute in der Lindenstadt. Die Lindenstadt Halle. Halle an der Saale? Nein, Halle in Westfalen. Schöner Morgen hier. Skulpturenpark auf dem alten Friedhof direkt beim Bahnhof Halle. Eine Stadt mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern im Kreis Gütersloh im Ravensberger Land. Ja, renommiert. Renommiert wegen des Rathauses dort? Das Rathaus ist sicherlich eine Zierde, aber was ist dir das Renommierte? Naja, denkt mal an das ATP-Turnier, das jährlich hier stattfindet in Halle in der OWL Arena. Ja, in der OWL Arena findet tatsächlich die Vorbereitung für Wimbledon statt. Die größten Tennis-Koryphäen versammeln sich hier. Und das hier ist das Haller Herz, die wunderbare Fußgängerzone mit Blick auf St. Johannes, die evangelische Kirche, wo ich hoffentlich gleich noch hinstolzieren werde. Haller Willem. Ja, man kennt die Bahn Haller Willem, RB75. Und das hier ist eigentlich der echte Haller Willem. Wilhelm Stuckemeyer, der letzte Pferdebote von Bielefeld nach Halle in Westfalen ist immer, hat er seine Sachen ausgeliefert. Und ihm zu Ehren, ja, nennen wir immer noch die Bahn Haller Willem. Haller Willem, und hier ist es, ja, rum Lindenstadt, ziemlich viele renommierte Linden, oder das heißt renommiert, viele Linden einfach. Ein üppiges Portfolio von Linden, kann man sagen, in dem Stadtgebiet. Und das hier ist der Kirchplatz mit wunderbarem Fachwerkensemble. Herrlich hier, das Ravensberger Land, diese Stadt mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern. Namensgleich mit Halle an der Saale, der weitaus bedeutenderen und größeren Stadt in Sachsen-Anhalt. Und das ist der St. Johannes auf dem wunderbar mit Fachwerk umzingelten Kirchplatz. Und was wir noch hier haben, was nicht zu vergessen ist, ein Unikat, da ist nämlich das Museum für die Künstler und deren Jugend- und Kinderwerk. Hier haben wir zum Beispiel Pablo Picasso oder auch Ernst Ludwig Kirchner, die ausgestellt sind. Wunderbar, eine Stadt, wo auch Stork herkommt, natürlich bekannt durch die Knoppers, Toffifee oder die Negerküsse, aka Dickmanns.